Und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Spielerbewertungsvideo hier auf meinem Kanal. Heute mit Theo Walcott. Rückblick. Hat eine geile Karte bekommen, den schauen wir uns gleich näher an. Aber ich freue mich sehr, sehr, dass diese Karte gekommen ist, weil den habe ich früher sehr gerne gespielt. Gut, also wie schon erwähnt, für mich eine absolute Nostalgiekarte. Immer diese Goldkarte, FIFA 14, 15, 16, so Arsenal-Legende. Da hat sich der Anfang von FIFA immer sehr geil am Flügel spielen lassen, weil er halt immer extrem schnell war. Und ihr wisst, früher in den FIFA-Teilen war auch schon Pace immer absolut wichtig. Und die Karte mit 99 Tempo bin ich jetzt sehr gespannt. 1,76 ist er groß, hoch, Mittelarbeitsrate, starker Fuß rechts, hat 4 Sterne Spezialbewegung, leider nur 3 Sterne schwacher Fuß. Spielt jetzt beim FC Southampton, kann Stürmer, rechtes Mittelfeld und rechter Flügel spielen. Premier League natürlich immer gut zu linken. Ich glaube beim Tempo 99, da brauchen wir uns nicht unterhalten. Ich habe ihm einen Finisher gegeben. Ich glaube, wenn man ihn am Flügel spielt, dann wäre wahrscheinlich Artist ein sehr guter Campstyle, weil da pusht man dann einfach das Passspiel nochmal erheblich und die Flanken. Aber ich glaube, ich möchte den als Stürmer spielen und damit geht jetzt mit dem Finisher das Stellungsspiel auf 98. Der Abschluss geht auf 99, die Schusskraft auf 90, Weitschüsse sind bei 80, die Volleys gehen auf 96 und die Elfmeter auf 89. Damit haben wir da sehr stabile Schusswerte. Passspiel schaut trotzdem sehr gut aus, auch schon auf der Basekarte. 77 Übersicht könnte ein bisschen höher sein, aber 84 Flanken, 86 kurzer Pass, 81 langer Pass mit 86 Effe, das ist ganz brauchbar. Das Dribbling boosten wir jetzt auf jeden Fall mit dem Finisher auf 99 Beweglichkeit und 92 Balance. Dazu der 85 Reaktion, 86 Ballkontrolle. Das Dribbling geht auf 99 und 86 Ruhe. Sind okay die Werte, würde ich sagen. Also diese 85er, 86er könnten noch ein bisschen höher sein, aber dafür haben wir Beweglichkeit und Dribbling auf 99 und das wird hoffentlich sehr nice werden. Wir haben bei der Defensive eigentlich nichts, das wir uns anschauen müssen. Auch Sprungkraft und Kopfballpräzision schaut nicht so toll aus. 88 Ausdauer, dafür stark für den Stürmer, auch für den Flügel. 63 Stärke ist ein bisschen mager und 73 Aggressivität hätte er noch im Angebot. Bei den Spielereigenschaften Außenriss, Schuss und Flair, dazu den Tempo-Dribbler. Tempo-Dribbler auch, glaube ich, so ein Trade, wenn der auf einem Spieler drauf ist, lassen sich die nochmal ein bisschen wendiger steuern. Er hat ja einen Lean-Body-Type, wie gesagt, die Dribbling-Werte haben wir uns ja gerade angeschaut. Ich bin sehr gespannt und anfällig für Verletzungen. Zeige ich euch noch kurz das Team, mit dem wir spielen werden. Wir werden auch heute nochmal ein bisschen weiter mit Rashford spielen, ansonsten bleibt das Team relativ gleich zu den letzten Tests, würde ich mal sagen, und wir gehen in die Weekend League Quali und testen den guten Theo. Oh, Walcott erobert den Ball zurück. Der war ein bisschen zu scharf, aber er geht rein. Das Tempo, das nutzt er da gut aus. Ja, schade. Ja, kein Abseits von Walcott. Nice, schön, schön, super. Oh. Ja, da wäre Walcott gut gestanden eigentlich. Ja, schöner Lauf am Flügel von Walcott. Schade. Ja, es muss eigentlich eine Vorlage von Walcott sein. Also, ja, es ist Virtual Team of the Year, aber der hat 99 Tempo, der Walcott. Zieht durch, Walcott. Schade. Ja, schade, schöner Lauf eigentlich von Walcott. Ja, was willst du machen gegen Van Dijk? Ja, Kopfball, da braucht man sich auch nichts erwarten, glaube ich. Jetzt haben wir doch noch einen Schuss gesehen in der 88. Minute. Das Spiel ist zermürbend. Ja, nochmal ein Schuss, gut aus der Drehung. Ja, schade, schön freigelaufen von Walcott. Ja, jetzt schöner Lauf von Walcott. Da ist keiner in der Mitte. Das ist, da kann man wahrscheinlich mehr draus machen. Ja, wenn man kein Glück hat, kommt auch noch Pech dazu.
Wolcott, komm, nütz mal dein Tempo aus. Das, ich weiß es nicht, wie gesagt, ich, auf dieser PS5-Version, ich habe das Spielen scheinbar verlernt. Ja, wie gesagt, also das funktioniert halt mit der Karte gar nicht bisher von Wolcott. Auch da wieder zu langsam, finde ich. So, Wolcott, warum gehst du nicht weiter nach vorne rein? Wolcott, geh in die Mitte rein, bitte. Okay. Ja, schöne Beweglichkeit. Ja, auch da wieder so auf die Seite rausgelaufen. Ja, der Pass. Kann man wahrscheinlich besser spielen. Ja, irgendwie haben wir mit Wolcott da noch eine gute Chance kreiert. Yes, jetzt mal gut durchgegangen, Wolcott. Nice. Ja, ich finde das Tempo, das nutzt er sehr selten komplett gut aus und ja, er lässt sich halt sehr leicht abdrängen. Ja, schade, die Chance war gut. Aber jetzt kommt Wolcott. Wenn er den nicht macht. Slapstick pur wieder mal. Jetzt gut positioniert, Wolcott. Sehr nice. Schade, Wolcott, aber ich weiß nicht, das fühlt sich nicht wie 99 Tempo an für mich. Ah, super Lauf jetzt von Wolcott. Ah, der Lupfer. Da muss ein bisschen mehr Power noch dahinter, dann geht er rein. Ah, wieder guter Lauf. Jetzt komm. Ah, der Heber will nicht klappen. Ja, sehr nice mitgenommen da jetzt. Ja, diese Heber, die sollen einfach nicht klappen. Ja, wie gesagt, da setzt sich dann körperlich halt einfach nicht wirklich gut durch. Wenn du den jetzt nicht machst, Wolcott. Ja, wenn er den jetzt nicht gemacht hätte. Oh, der war mies. Vielleicht gezielt, aber der muss rein. Ja, die Flanke kam ganz gut eigentlich. Nice. Schön, dass er sich da durchgesetzt hat. Ich wollte schon sagen, wieder nicht durchgesetzt. Oh, schöner Pass auf Mahrez. Sehr nice. Super. Ah, wenn der Pass von Mbappé besser kommt, der Lauf war gut. Ah, schöner Lauf. Schlecht von mir mitgenommen. Ja, komm jetzt nicht im Abseits sein. Yes. Nice. Ja, schöner Lauf von Wolcott. Jetzt geh mal rein, Heber, geh mal rein. Komm, jetzt lauf nochmal durch, Alter. Eine Vorlage zum Abschluss. Gut, abschließendes Fazit mit CEO Wolcott. Wir haben 6 Spiele gespielt, 3 auf der PS5 und 3 auf der PS4. Und da möchte ich mich vorab schon mal ein bisschen entschuldigen, es waren wenig Szenen auf der PS5, aber ich kann auf der PS5, seit das Update war, letzte Woche nichts mehr machen. Auf der PS4-Version, da funktioniert alles, da kann ich traumhaft gut spielen. Auf der PS5-Version, alle meine Spiele sind zu langsam, können sich nicht ordentlich bewegen, stehen herum wie Statuen. Ich bekomme keine Pässe irgendwie durch riesengroße Lücken. Das sind Lücken, da kann man mit, weiß ich nicht, einem Sattelschlepper durchfahren. Der Pass bleibt beim Gegner hängen. Keine Ahnung, vielleicht geht es jemandem von euch auch so. Könnt ihr mir es gerne unten reinschreiben. Wie gesagt, deswegen wenig Szenen auf der PS5. Aber auf der PS4 haben wir ein paar gute Szenen dann mitgenommen mit ihm. Und da hat er auch mehr Spaß gemacht. Ich glaube trotzdem, die Karte ist auf dem Flügel besser aufgehoben wie im Sturm. Ich habe ihn zwar die meiste Zeit im Sturm gespielt, aber immer wenn ich ihn über die Seite gespielt habe, war er eigentlich fast ein bisschen wertvoller. Ich finde, er hat komische Läufe, also diese Hoch-Mittel-Arbeitsrate, weiß ich nicht. So richtig den krassen Zug zum Tor, den ich mir erwartet habe, hat er nicht. Auch diese 98 Stellungsspiel, weiß ich nicht, finde ich nicht so. Dafür war der Schuss eigentlich einigermaßen gut, also eigentlich sehr gut, kann man nichts sagen. Das Passspiel
ist so, wie man es da auf der Karte erwarten kann, eine 82, also das ist nicht schlecht, aber auch nicht wirklich gut. Das Dribbling fühlt sich auf der PS4-Version herausragend gut an, auf der PS5-Version war es gut, aber ja, irgendwie komisch. Wie gesagt, alles auf der PS5 komisch seit dem neuesten Update. Aber das Dribbling ist eigentlich auf beiden Versionen gut, da kann man nichts sagen. Was nicht gut ist auf der Karte, ist Kopfballspiel, aber ich glaube, das ist zu erwarten. Mit der Sprungkraft, mit der Kopfballpräzision, mit seiner Körpergröße von 1,76 und die Stärke, die ist auch eigentlich ganz krass aufgefallen. Also einen Abwehrspieler überlaufen, das kann man komplett vergessen. Das funktioniert mit einigen Stürmern sehr gut, mit diesen physischen Stürmern, aber mit ihm gar nicht. Also ich bin da immer hängen geblieben. Auch wenn er von alleine die Läufe gemacht hat, blocken ihn die so oft ab. Also er kann sich da nicht vorbeischieben und dann in eine gute Position bringen. Das ist halt ein bisschen schade. Also alles in allem würde ich sagen, die Karte ist ein bisschen zu teuer. Wenn die 100.000 Coins gekostet hätte für eine 87er, wäre es okay gewesen. Aber ich finde, Rashford spielt sich nochmal eine Spur besser. Rashford hat nicht 99 Tempo, fühlt sich aber nicht wirklich langsam an wie Walcott, der 99 hat. Das ist auch so ein Ding auf der Karte. Ich habe ein paar Szenen drin gelassen. Könnt ihr selbst beurteilen. Ich finde nicht, dass es sich anfühlt wie 99 und sehr explosiv. Es ist auf jeden Fall ein gutes Tempo, das er hat, aber ich finde, es fühlt sich nicht an, wie wenn er eine absolute Rakete ist. Ich hoffe, ich konnte euch da ein bisschen was zeigen von Theo Walcott. Ich bin gar nicht so unzufrieden mit ihm, muss ich sagen. Er könnte ein bisschen billiger sein. Wir haben 10 Torbeteiligungen in 6 Weekend League Quali-Spielen mit ihm gemacht. Das ist schon sehr stabil eigentlich. Da kann man eigentlich nichts sagen, aber er ist irgendwie... Er spielt sich irgendwie komisch, muss ich sagen. Im Sturm und am Flügel irgendwie. Ich weiß nicht, irgendwas geht mal ab. Ich weiß nicht genau was. Ist ein bisschen zu zurückhaltend, aber es ist jetzt nicht die Top-Stürmerkarte, die man sich da irgendwie erwarten würde. Oder die Top-Angreiferkarte. Wie gesagt, lasst gerne einen Like da, wenn es euch gefallen hat. Abonniert gerne den Kanal und schaut gerne auf den Socials vorbei. Und dann hoffe ich, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Danke fürs Zuschauen. Ciao, ciao.